So, Markus, jetzt stehen wir da. Es war jetzt schön. Du weißt ja, gestern bist du nach Hause gekommen und es war fast wie Weihnachten. Stand in der Garage eine Palette mit zwei riesen Kisten und wir haben es ja schon dann gepostet gehabt. Du weißt, was drin war. Was war denn jetzt wirklich im Päckchen drin? Das erste Päcklein, das kleinere, da war für Chichi etwas drin, und zwar diesen Korb. Der ist ideal, wird hinten festgemacht und Chichi fühlt sich da wohl da drin. Und das ist mal das eine. Okay, und dann? Und das andere war die große Kiste, aber wenn man das Fahrrad anschaut, kann ja nicht sein, dass das da drin Platz gehabt hat. Klar, es ist ja ein Klapprad. Und etwas ganz Besonderes an diesem Klapprad, es steht hier, da steht 2x2 Ist vier. Allrad. 2x2 ist vier. Ja, aber wir haben nur zwei Räder, die aber angetrieben werden können. Ein Ein Allradfahrzeug. Allrad. Und zwar ist der Allrad zuschaltbar wie bei vielen PKWs. Und vorneweg möchte ich das schon mal sagen, wenn man die Taste drückt, hier die rote, dann wird automatisch der zweite Motor, sprich der beim Vorderrad, zugeschalten. Und wir haben es getestet, wenn es aufwärts geht, das Rad dreht durch. Jetzt geht es hier richtig steil rauf. Und der hintere Motor muss jetzt arbeiten. Jetzt tue ich den Allrad rein. Jetzt. Und man hört, das Vorderrad dreht durch. Und dann geht es ab. Es ist nicht normal, nicht normal. Und das Fahrrad zieht richtig weg. Es ist, weil du zu schwer warst. Dann brauchst du das, oder? Deshalb hast du Allrad. Nein, wir hatten eine Steigung von 16% und wir wollten doch zügig rauf. Und wenn du dann den Allrad zuschaltest, dann scharrt das Rad, es zieht mit. Und Gigi und ich fliegen dann fast rauf. Wir sind da mit 25 raufgefahren und das ist ein Wahnsinnsgefühl. Wir reden von einem Fahrrad. Und das ganze Fahrrad mit diesen Reifen ist alles toll abgefedert. Und was mich erstaunt hat, wenn man im Leerlauf ist und es geht irgendwie runter, das zieht runter und man fährt da richtig frei den Berg hinunter. Und vor allem, man muss vielfach dann auf die Bremse drücken. Und wenn man die Bremse drückt, dann hinten leuchtet dann sofort das Bremslicht, also der hintere, der nachfährt, der merkt dann schon, man will bremsen. Ja, aber Markus, hast du dann überhaupt ein bisschen Anstrengung gehabt oder ist das dann wie ein elektrisches Mofa? Oder Ich hast du dich sag's mal überhaupt noch so, anstrengen müssen? ich sag's mal so, wir haben, glaube ich, jetzt um die 20 Kilometer. Man muss zu mir sagen, ich bin weder sportlich noch ein Radfahrer. Ich sehe nur sportlich aus. Hast du aber schnell Ja, rausgeredet. ja. Mir ist aufgefallen, das siehst du hier beim Display. Schau mal. Jetzt hat es da wieder abgeschalten. Wenn eine gewisse Zeit nichts gemacht wird, schaltet es Klar, automatisch Strom ab. sparen. Hier haben wir, wenn das Display ist jetzt noch verschmiert, das hat noch eine Folie. Die lasse ich möglichst lange drauf, damit es nicht verkratzt. Jetzt schau mal, wenn ich da einschalte, drücke ich da lange. Mobilist, so heißt ja das Fahrzeug oder Fahrrad. Und wir haben jetzt 22 Kilometer drauf. Ich habe hier die Tasten. Die Leistungsstufen, also das geht von 1 bis 5. Und mir ist aufgefallen, wenn du die 0, logischerweise keine Unterstützung, 1, das ist zum Anfahren, der zieht dich da mit bis etwa 10 Kilometer. Und bis 10 Kilometer pro Stunde wird unterstützt, danach ist wieder fast wie wenn man selber tretet. Stufe 2 geht dann weiter, Stufe 3 noch mehr. Bis Stufe 5. Ideal war jetzt mit dir zusammen auf Stufe
2, da sind wir, was sind wir, um die 20 gefahren, so durchschnittlich. Das genügt dann und man sieht dann, dann braucht er wenig Watt, respektive wenig Leistung. Und wir haben ein 7-Gang-Fahrrad und ich bin eigentlich immer Gang 6 oder 7 gefahren. Beim Anfahren braucht man vielleicht mal den ersten, zweiten oder dritten Gang. Aber die Unterstützung ist so gewaltig, dass man da schon in einem großen Gang anfahren kann. Und jetzt seht ihr, ich bremse und drücke vorne mal runter. Das Ganze ist gefedert, schön gefedert. Auch der Sattel selber ist auch noch gefedert. Und Gigi, der gefällt's. Du hast es gesehen, du hast immer wieder ein Bild gehabt. Was auch toll ist, ich habe gleich schon zum das Fahrrad abschließen, wenn ich irgendwo bin, ein gescheites Schloss, also richtig ein Pabes. Die Schlüssel sind noch hier fix. Und ja, also ist alles ausstudiert. Und ihr wisst ja, ich fahre schon lange Mobilist. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an den ersten Mobilisten, den ich da in Meißenheim übernommen habe. Und das war schon ein tolles Fahrzeug. Was hast du jetzt vor mit dem Fahrrad? Das Fahrrad, das kommt natürlich ins Wohnmobil, wird immer mit dabei sein. Wenn ich wieder mal ein Wohnmobil habe, das weniger Platz hat, dann klappt man es zusammen. Momentan habe ich den 90G, das heißt, normalerweise könnte man einen Smart reinschieben. Jetzt tun wir das ganze Fahrrad komplett einfach reinstellen, respektive reinlegen. Pass auf, Gigi. Und das Körbchen muss mit, Gigi muss mit. Und wir genießen dieses tolle Fahrrad. Und ich glaube, ich kann sagen, es ist ein geiles Teil. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein paar andere Spinner hat wie ich, die ein Allrad wollen und halt Gefälle, respektive Steigung fahren wollen mit diesem tollen Rad und das nicht so langsam. Also man fährt hier richtig gemütlich. Du bist auch mal ganz kurz gefahren. Du hast gesagt, allein vom Sattel hast du schon sehr gesagt. Sehr bequem. Bequemer Sattel. Wie mein Mountainbike. Ja, ja. Also Markus, ich glaube, du hast richtig Freude. Das sieht man dir richtig an. Du freust dich auf die Touren. Wenn du dann auf irgendwelchen Stellplätzen bist und dann in die Städtchen gehst, dann wird man diesen Allradmobilist wahrscheinlich noch öfter sehen. Ja. Da freuen wir uns drauf auf viele neue Geschichten mit dir, dem Wohnmobil und dem Fahrrad. Und natürlich mit unserer kleinen Gigi.